Herr Ministerpräsident, es geht um das Thema Herausforderung Digitalisierung. Man sagt immer, das Ländle steht für den Mittelstand in Deutschland. Steht es auch für Start-up-Kultur, für junge Unternehmer? Was tut die Landesregierung für das Thema Digitalisierung? Ja, die Digitalisierung ist eine große Überschrift schon gewesen. In der vergangenen Legislaturperiode, jetzt sind wir gerade in Koalitionsverhandlungen mit der Union und auch da steht es ganz oben an. Ja, wir sind ein ganz starker Industriestandort, aber wir müssen nun andocken an die IT-Revolution in der Realwirtschaft, aber auch bei den Finanzdienstleistungen. Das ist ganz entscheidend wichtig. Unsere Raiffeisenbanken, Sparkassen und die Privatbanken waren das Rückgrat. Ja, darum sind wir so erfolgreich, weil das gut funktioniert mit unseren Mittelständlern. Auch die müssen sich jetzt anpassen an diese digitale Agenda, die da auf uns zukommt, dass wir uns fit machen und mit neuen Geschäftsmodellen darauf reagieren, sodass unser Mittelstand auch in Zukunft sich gut finanzieren kann. Das ist ja das Entscheidende, worum es geht. Was werden Sie investieren? Was kommt noch mal auf den Tisch der Koalitionsverhandlungen in den nächsten Jahren? Stichwort auch Glasfasernetz. Da haben Sie einiges vor. Ich meine, wir haben jetzt schon sehr viel investiert. Wir werden das Tempo noch mal beschleunigen und anziehen müssen. Breitbandinfrastrukturen, sind die Autobahnen der Zukunft. Gerade in Baden-Württemberg, wo wir ja nicht nur Hidden Champions hier in Stuttgart haben, sondern im ganzen Land. Und die brauchen alle eine gute Vernetzung im Internet, aber auch für die Industrie selbst. Unter dem Stichwort Industrie 4.0 geht es da ja darum, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Alles, was vernetzt werden kann, wird vernetzt. Und darauf müssen wir uns mit hohem Tempo einstellen. Jetzt spielt ja diese Fintech-Szene vor allen Dingen in Berlin, in der Hauptstadt. Würde es Ihnen gelingen, so ein paar dieser Jungunternehmer rüberzuholen an den Neckar, Stichwort Neckar Valley? Na gut, das ist ja erstmal eine Aufgabe der Wirtschaft selber. Wir können nur Plattformen dafür schaffen, damit das besser funktioniert. Aber das muss die Wirtschaft schon selber sozusagen auf die Schippe nehmen und es attraktiv machen. Wir tun das Unsere dazu. Auch das ist im Rahmen der Koalitionsverhandlung eine wichtige Herausforderung. Wie fördern wir Start-up-Kultur in diesem Land? Wir dürfen uns natürlich nicht ganz mit Berlin vergleichen. Wir haben hier ja schon leistungsfähige, tolle Unternehmen. Ja, und da muss es dazu kommen. Also die kommen ja nicht auf eine Tabula rasa. Und dort, wo schon viel Gutes ist, ist es natürlich schwerer, noch das Bessere hinzubekommen. Viele der Unternehmen, die hier sind, haben auch in ihren Firmen selber schon eine Start-up-Kultur entwickelt. Also das darf man mal nicht vergessen. Geschlafen wird hier jedenfalls nicht. Wie können wir denn die Kapitalmarktfinanzierung noch stärken? Zu viel geht immer noch und nur über Banken im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten. Stichwort Kapitalmarktbörse. Gut, ich meine, wir haben natürlich auch einen Venture-Capital-Fonds, aber der ist zu klein. Das ist in erster Linie Aufgabe der Wirtschaft selber. Und wir brauchen da mehr Unternehmerpersönlichkeiten, die auch Risikokapital bereitstellen. Wir haben einige, ja, die gehen da sehr voran. Und das muss ich noch mehr sozusagen durchdeklinieren, dass man Risikokapital braucht und dass das auch bedeutet, auch Leute, die scheitern, müssen noch mal eine Chance bekommen. Wir brauchen also auch diese Fehlerkultur, die wir im Silicon Valley haben, die Communities, das muss sich erst aufbauen. Noch ein letztes Wort. Wie fühlt man sich als beliebtester Politiker in Deutschland? Sie sind gerade vor 2 Tagen jetzt auf Rang 1 in den Umfragen gemessen worden, Herr Kretschmann. Ja gut, das freut mich, aber das sind ja auch temporäre Dinge. Wichtig ist, dass man sich davon anspornen lässt und nicht denkt, jetzt kann ich mich ja ausruhen. Wie zäh werden jetzt noch die Verhandlungen? Die CDU fordert ja immer mehr Inhalte sozusagen. Die sind sehr, sehr zäh, denn wir stehen unter schwierigen Randbedingungen. Wir dürfen ja ab 2020 keine neuen Schulden mehr machen. Die Flüchtlinge, das ist alles eine große Herausforderung. Also da sind wir schon noch sehr gefordert. Einfach wird es nicht. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Dankeschön. Tschüss.